Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Eine neue Grenzanlage für Deutschland zur Abwehr transnationaler Herausforderungen. Ein Thema, das uns heute immer noch und vielleicht noch stärker auf den Nägeln brennt. Vielfach ist ja behauptet worden, dass der Herbst 2015 nur eine vorübergehende Phase war. Aber was in dieser Zeit in Deutschland, in Europa, vielleicht einem noch größeren Teil der Welt passiert ist, beschäftigt uns noch heute. Es sind eben genau diese Herausforderungen transnationaler Art, die weiterhin für viel Unbill sorgen innerhalb der Staaten, innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft. Und daher freue ich mich natürlich, dass wir heute einen profilierten Professor der internationalen Politik bei uns haben. Und an dieser Stelle möchte ich ihn auch schon herzlich begrüßen, Professor Martin Wagner. Schönen Dank, dass Sie heute Abend bei uns sind. Martin Wagner ist 1970 in Lüneburg geboren. Er hat Politikwissenschaften, Völkerrecht und Geschichte an der Georg-August-Universität in Göttingen studiert. 2008 wurde er promoviert mit einem internationalen Thema, nämlich hegemonialer Wandel in Südostasien, der machtpolitische Aufstieg Chinas als sicherheitsstrategische Herausforderung der USA. Sie sehen, wir haben hier schon das ganz große Bild. Wir werden das vielleicht etwas runterdimmen auf Deutschland, aber auch wieder dann auf Europa und vielleicht auch wieder die Welt. Im Oktober 2012 wurde Martin Wagner Professor für internationale Politik an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl und Berlin, wo er derzeit auch residiert. Und im August 2018 ist sein Buch erschienen. Deutschlands unsichere Grenze, Plädoyer für einen neuen Schutzwall. Auf Basis dieses Buches sind auch Teile dieses Vortrags entstanden. Ist aber ein eigenständiger Vortrag und ich freue mich jetzt sehr, dass wir etwas hören werden über die Fragen einer neuen Grenzanlage für Deutschland. Ist sowas überhaupt möglich? Ist es notwendig? Und die Frage, wie steht es um die Abwehr transnationaler Herausforderungen im 21. Jahrhundert? Und damit noch einmal herzlich willkommen, Martin Wagner. Das Mikrofon gehört Ihnen. Ja, sehr schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Darf ich bei Herrn Gutschow ganz herzlich für die freundliche Einladung bedanken, die ich gerne gefolgt bin. Und Sie sehen es schon an die Wand geworfen, worum es geht. Ich nehme gleich die Spannung raus, eine neue Grenzanlage, Fragezeichen. Da müsste eigentlich ein Ausrufezeichen stehen. Ich habe das trotzdem mal so formuliert. Wir werden uns jetzt mit dem Trend zur Begrenzung kurz befassen. Dann sage ich etwas zur ungeschützten deutschen Grenze, zu verschiedenen transnationalen Herausforderungen, die die derzeitige Lage prägen und die wir versuchen müssen, in den Griff zu kriegen. Ich sehe da tatsächlich nur die Grenzanlage als das Mittel, das dann auch wirklich funktionieren würde, wenn man es einsetzt. Ich stelle Ihnen diese Anlage dann vor, die ich postmoderne Grenzanlage nenne, und werde ein bisschen auf die politischen Implikationen eingehen. Wir starten gleich. Es gibt, meine Damen und Herren, 331 Landgrenzen weltweit, die einen Umfang von 272.000 Kilometer haben. 70 Grenzanlagen habe ich im Jahr 2018 entdecken können, die insgesamt um die 17.000 Kilometer, das kann am Ende eine grobe Schätzung sein, abdecken. Das heißt dann im Fazit, tatsächlich sind nur 6% der Landgrenzen dieser Welt begrenzt und damit leben wir in der Tat in einer grenzenlosen Welt. 10 dieser Grenzen wirken gegen Staaten, das war früher natürlich wesentlich dominanter, und 60 dieser Grenzen haben eine substaatliche Wirkung, sie wirken also gegen substaatliche, transnationale Akteure. Damit haben wir eine ganz andere Lage heute als noch während des Ost-West-Konfliktes. Und wenn Sie sich die Zeitlinie anschauen, bei den neuen Befestigungen sieht es so aus, dass 56 von 70 Grenzanlagen seit 9/11 in etwa entstanden sind. Und wenn wir noch ein bisschen weiter nach vorne springen, kann man sogar sagen, 32 von 70 seit 2014. Es gibt also eine gewisse Dynamik in dieser Thematik. Zu unserer Grenze, wie sieht es dort aus, Grenze und Grenzschutz? Wir haben 3876 Kilometer Landgrenze ohne richtige Grenzanlage. Wir sind 85 dem Schengen-Abkommen beigetreten und das hat natürlich Konsequenzen, auf die wir heute noch eingehen werden. 1995 trat dieses in Kraft, wir haben Bewegungsfreiheit im Schengen-Raum. Das gilt für Sie alle, aber auch für jeden Ganoven und jeden Verbrecher.
2005 wurde der Bundesgrenzschutz aufgelöst. Die Aufgaben wurden von der Bundespolizei übernommen. Für mich ist das aber ein wichtiges Zeichen, um zu sehen, auch dieser Begriff Bundesgrenzschutz ist damit aus der Diskussion verschwunden. Die Bundespolizei wird derzeit aufgerüstet. Vielleicht geht es langfristig in Richtung 50.000 Personen. Das klingt viel. Wenn wir aber von 2- und 3- Schichtsystemen ausgehen, wenn wir von Urlaubstagen ausgehen, Wochenenden und so weiter, dann werden die Personen, die man tatsächlich für den Grenzschutz einsetzen könnte, sehr schnell eingedampft. Es bleiben nicht mehr viele über. Zumal die Bundespolizei umfassende Aufgaben hat. Dazu gehört ja nicht nur der Grenzschutz, sondern auch die Sicherheit an Staats- und Verkehrsflughäfen. 5.663 Bahnhöfe und Haltepunkte fallen in den Aufgabenbereich der Bundespolizei. Sie ist für die Sicherung des Bundeskanzleramtes, des Auswärtigen Amtes und anderer Gebäude zuständig und natürlich auch noch in internationalen Einsätzen. Sie sehen also schon, es bleibt nicht viel übrig für den Grenzschutz. Zur Art, die Bundespolizisten dürfen 30 Kilometer vor unserer Demarkationslinie, also im Inland, Operationen durchführen. Das ist in der Regel die Schleierfahndung. Die soll den alten Grenzschutz ersetzen. Und was wichtig ist zu wissen, das darf nicht so sein, wie dann eine tatsächliche Binnengrenzkontrolle ohne konkreten Anlass. Denn dann würde es auf das alte System wieder hinauslaufen, tatsächliche Grenzkontrollen. Das hat der Europäische Gerichtshof im Juni 2017 so angeordnet. Ja, der Grenzschutz, den wir im Moment haben, ich nenne ihn mal Grenzschutz aller Ostseehofer, heißt Verstärkung von Schleierfahndungen, die sich in den Medien gut verkaufen lassen, aber sie wirken auch, aber nicht so, wie sie wirken müssten. Und mehr Kontrollen an der Grenze zu Österreich. Dort gibt es ein paar Kontrollpunkte. Der gewiefte Ganove kann aber natürlich auch links oder rechts vorbeifahren. Das sind gute Bilder für die Presse, Bundespolizisten mit entsprechender MP im Anschlag. Aber das wird dann nur auf diejenigen wirken, die wirklich zu deppert waren, einen Weg drumherum zu wählen. Also haben wir insgesamt eine überforderte Bundespolizei, wenig Personal, kaum Kompetenzen. Wir haben keine physischen Sicherungssysteme an unseren Grenzen. Und damit können wir ganz nüchtern zusammenfassen, Deutschlands Grenze wird nicht geschützt, nicht umfassend geschützt. Wenn hin und wieder mal Tatverdächtige aufgegriffen werden, ist dies kein umfassender Schutz, sondern ein selektiver. Frontex wird nun angeführt und Sie kennen das ja, dass in der deutschen Politik dann argumentiert wird, die EU-Außengrenze wird doch geschützt und da muss es dann doch gerichtet werden, wenn dem mal so wäre. Frontex ist 2004 gegründet worden, hat ein Budget von 320 Millionen Euro und das ist für so eine Gruppierung natürlich sehr, sehr wenig. Sie werden es an den nächsten Zahlen noch deutlicher sehen. Es sind 1.700 Mitarbeiter, die sollen auf 10.000 aufwachsen, aber auch wenn das geschieht, ist es noch wenig. Gehen Sie wieder vom 3-Schicht-System aus, von den riesigen Grenzen. Frontex kann natürlich nur beratend tätig werden, das ist keine wirkliche Grenzschutzpolizei. Sie können auch auf einen Rapid Reaction Pool zugreifen mit 1.500 Grenzpolizisten, um dann vielleicht mal an bestimmten Hotspots aktiv zu werden, aber umfassend können Sie nicht 44.000 Kilometer zu See und 9.000 Kilometer zu Land im Schengen-Raum schützen. Da sind Sie natürlich völlig überfordert. Ich habe diese Zahl gefunden, ich weiß nicht, ob sie stimmt, sie stammt von einer offiziellen Seite, angeblich überqueren pro Jahr um die 700 Millionen Menschen die EU-Außengrenze. Und wenn Sie das jetzt mit den Zahlen, die ich davor dargestellt habe, in Relation setzen, ist klar, dass man, wenn man es oft genug probiert, unkontrolliert reinkommt. Das, was wir haben an Außengrenzschutz, möchte ich an einem Beispiel darstellen. Rumänien. Rumänien hat EU-Außengrenzen von 1870 Kilometer Länge, nämlich zu Moldawien, Serbien und Ukraine. Die sind offensichtlich von Airbus Defence and Space hochgradig technisiert und aufgerüstet worden. Man kann sich schöne Videos im Netz zu anschauen. Das sieht alles ganz spektakulär aus. Aber was machen sie dort? Sie detektieren. Sie stellen also fest, wenn illegale Migranten über die Grenze kommen. Und dann schicken sie, wenn das 3, 4 sind, einen Wagen dorthin und können sie auch zielgerichtet aufnehmen. Aber Detektion ist eben nicht Schutz. Wenn dort größere Gruppen versuchen sollten einzudringen, ist es völlig unmöglich, mit diesem System sie aufzuhalten. Sie wissen nur, dass sie dann drin sind. Dafür haben sie vorher viel Geld ausgegeben. Wenn der Staat dann doch kontrolliert, dann passieren geradezu wundersame Dinge. Ich nenne das G7-Treffen in Elmau 2015, das ist im Vorfeld kontrolliert worden. 362.275 Personen wurden überprüft und dann wurde man fündig. Über 3.500 Personen sind vorläufig festgenommen worden, unter anderem Schleuser. Über 10.000 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz hat man festgestellt. 135 offene Haftbefehle wurden en passant vollstreckt.
Und da hat sich die Polizei gefreut, nur weil ein bisschen kontrolliert wurde. Das hat man dann unter anderem am G20-Gipfel in Hamburg 2017 wiederholt. Knapp 1 Million Menschen wurden kontrolliert und man wollte vor allem Gipfelgegner dadurch herausfiltern. Man hat auch 62 gefunden. Der Beifang war gleichwohl interessanter. Es wurden nämlich 782 Haftbefehle vollstreckt. Sie sehen die Drogendelikte, 812, über 6000 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Und damit kann man sagen, meine Damen und Herren, wenn die Bundespolizei sich morgen entscheiden sollte, umfassend an irgendwelchen Autobahnabbiegungen Kontrollen durchzuführen, wird sie reihenweise umgehend Haftbefehle vollstrecken können. Sie muss nur die Manpower haben dazu und die politische Genehmigung. Luftsicherheitskontrollen, die Zahl konnte ich gar nicht glauben, von 2018, also sie sind wahrscheinlich alle schon mal geflogen, die wenigsten von Ihnen werden eine Kalaschnikow dabei haben, weil sie wissen, die fällt auf. Aber es gibt Menschen, die sagen, vielleicht kommen wir durch, es sind über 1500 Schusswaffen sichergestellt worden. Hier sind die Nachbildungen noch gar nicht mit drin. Wenn der Staat also kontrolliert, werden Verbrechen vereitelt. Insofern könnte man ganz simpel sagen, dann möge er doch ein bisschen mehr kontrollieren. Haben wir nun etwas, was einige Politiker als Herrschaft des Unrechts bezeichnen. Ich nenne Ihnen gleich noch weitere Zahlen, die das vielleicht belegen könnten. Ich finde diesen Terminus schwierig, er ist etwas zu plakativ, obwohl Horst Seehofer ihn ja selbst genutzt hat. Jetzt nutzt er ihn nicht mehr, er dreht sich an der einen oder anderen Stelle bis zum Schwindel, vermute ich manchmal. Das hängt mit offenen und wiederholten Positionswechsel zusammen. Besser wäre hier die Aussage in meinen Augen, mangelnde Rechtsdurchsetzung durch die Bundesregierung. Das wäre neutraler. Wir haben es mit einem schwächelnden Leviathan zu tun und damit eine partielle, ich formuliere vorsichtig, Wiederkehr auch des Naturzustandes. Es gibt ja bestimmte Parkanlagen in Berlin, da wissen Sie, wenn Sie heute Abend noch Drogen brauchen, um besser in den Schlaf zu kommen, Sie werden dort sofort bedient werden und es wird nicht unterbunden. Ja, nun kommen wir zu meiner Lieblingszahl. Das sind die offenen Haftbefehle, die wir im Rahmen dieser Politik zu verzeichnen haben. Zum Stichtag 28. März 2019 lagen wir bei 185.736 nicht vollstreckten Haftbefehlen. Und nun könnten wir in der Tat sagen, ist das nicht eine Herrschaft des Unrechts? Ich würde erneut sagen, nein. Aber hier ist der Staat eben dann durchaus bereit, bestimmte Dinge abzugeben. Er gibt Sicherheit ab. Und er wird natürlich von bestimmten Gruppierungen dann auch überhaupt nicht ernst genommen, wenn solche Zahlen zustande kommen. Ja, kommen wir nun zu den transnationalen Herausforderungen. Da müssen wir erstmal zwei Gruppen unterscheiden, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Zunächst Flüchtlinge und Migranten, dazu zähle ich politisch Verfolgte und deshalb Asylberechtigte, Wirtschaftsmigranten und Wohnortwechsler innerhalb der Europäischen Union. Und dann haben wir die grenzüberschreitend aktiven Kriminellen. Dazu zählen unter anderem die Personen, die in der Bandenkriminalität aktiv sind, reisende Täter, organisierte Kriminalität, Schmuggel- und Schleuserwesen, gewaltbereite Demonstranten, Terroristen und die Foreign Fighters. Also jene Personen, die für den sogenannten Islamischen Staat in Irak und Syrien mitgekämpft haben und vom Westen aus rübergefahren sind und nicht gestoppt wurden. Warum? Weil es keine Grenzanlage gibt. Flüchtlinge und Migranten. Zu den Zahlen, ich habe versucht, die möglichst gewissenhaft zusammenzutragen. Wir haben einen Erstantrag auf Asyl 2015 bis 2018 bei über 1,5 Millionen Menschen und geht nun die Zuwanderung, wie Sie es hin und wieder den Medien haben entnehmen können, drastisch zurück. Das ist natürlich eine Frage des Referenzpunktes. Wenn wir die Jahre 2016, 2017 nehmen, können wir sagen, ja, es ist drastisch zurückgegangen. Nehmen wir aber andere Jahre, müssen wir feststellen, wir befinden uns nach wie vor in dem, was man eine Asylkrise nennen kann. Allein in diesem Jahr haben wir 122.225 Erstanträge auf Asyl. Verorten wir diese. Bereits jetzt sind in diesem Jahr mehr Erstanträge gestellt worden, als in jedem einzelnen Jahr von 1996 bis 2013. Das heißt, wir haben eine Asylkrise. Und wenn wir mal Jahre nehmen, in denen weniger Asylanträge gestellt worden sind, 2006 21.000, 2007 knapp 20.000, dann sehen Sie, wenn wir diese Referenzpunkte wählen würden, müsste man zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Die Problematik ist auch deshalb, in Teilen meine ich durchaus dramatisch zu nennen, weil wir mit den Abschiebungen nicht hinterherkommen. 2013 haben über 160.000 Menschen, 2018, Entschuldigung, haben über 160.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Die Abschiebungen lagen bei über 26.000.
natürlich nicht bezogen auf die Zahl der Erstantragsteller, das geht dann über mehrere Jahre zurückliegend zurück, aber es sind eben, wenn Sie beide Zahlen in Relation setzen, nur 16,1%. Und so geht es immer weiter. Dieses Thema ist sehr heiß, Kriminalität im Kontext von Zuwanderung. Deshalb durfte das Bundeskriminalamt auch erst ab 2015 Lagebilder vorlegen. Vorher durfte man darüber ja nicht sprechen. Und diese Lagebilder haben es in sich. Wenn Sie sich die anschauen und man würde AfD draufschreiben, würden es auch viele im linksliberalen Milieu sofort glauben, dass das nur aus der Ecke kommen kann. Aber es sind nüchtern zusammengetragene Fakten des Bundeskriminalamtes. 2018 hatten wir also über 165.000 tatverdächtige Zuwanderer. Und das bezieht sich wirklich nicht auf die Ausländer, die hier seit vielen, vielen Jahren leben oder auf Deutsche mit Migrationshintergrund, sondern nur auf Zuwanderer. Und ich habe Ihnen da mal so ein paar Highlights in Anführungszeichen herausgepickt, zum Beispiel die markanten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Über 6.000 aufgeklärte Fälle in 2018, 2013 waren es 599, Steigerungsquote 909% in 5 Jahren. Wenn wir das jetzt auf den Anteile berechnen, dann hatten Zuwanderer in diesem Bereich im Jahr 2013 einen Anteil von 1,6%, alle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, und 2018 bereits 11,8%. Das liegt deutlich über ihrem Bevölkerungsanteil. Geht die Kriminalität zurück? Das höre ich ja immer wieder. Das, was Sie in der Presse dort lesen können, ist nicht falsch. Ich zeige Ihnen auch, warum es nicht falsch ist, weil man nämlich sagt, wir gehen mal in das Land Brandenburg rein. 2017 31.215, in der Summe 30.470 2018, das ist doch ein Rückgang. Natürlich, ich würde es anders interpretieren und sagen, das ist eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Wenn Sie sich den Anteil der Nichtdeutschen anschauen, liegen die bei 26,7 und 28,7% und davon Zuwanderer 12,8 und 15,1, ebenfalls wiederum deutlich über ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Tatverdächtige im Bund sieht es ähnlich aus. Da haben wir im Bereich der Zuwanderer eine ganz leichte Reduktion von 167.268 auf 165.769. Der prozentuale Anteil ist auch hier mit 8,6 und 8,5% über dem, was den Gesamtanteil der Zuwanderer in Deutschland ausmacht. Ja, schauen wir uns nun den ernstesten Bereich an, die Straftaten gegen das Leben. Tatverdächtige 2014 160, 4,3%, ich springe Richtung 2018, 550, 14,8% bei allen Straftaten gegen das Leben. Das sind ganz einfach weit über dem Durchschnitt liegende Anteile im Vergleich zum Bevölkerungsanteil. Von 2016 bis 2018 hat im Durchschnitt jeden Tag mindestens ein tatverdächtiger Zuwanderer versucht, einen Menschen in Deutschland umzubringen. Insgesamt wurden 199 Menschen in 3 Jahren getötet. Zum Vergleich, Straftaten gegen das Leben 2012 in Deutschland, schauen Sie bitte auf die Prozentzahl, 3% Anteil der Zuwanderer. Und wir springen Richtung 2018, 14,3%. Also diese Einwanderung, vor allem die unkontrollierte seit 2015, hat schlicht und ergreifend entsprechende Folgen. Und über die muss man in meinen Augen in der Demokratie ganz offen reden können. Wichtig, die Mehrzahl der Straftaten geht natürlich im Versuchsstadium. Straftat gegen das Leben heißt nicht Tötung, sondern ein Versuch der Tötung, ein Versuch der Ermordung. Aber nicht alles endet dann auch mit einem Erfolg. Anteil der Muslime und den Zuwanderern ist auch eine interessante Zahl. Im Verfassungsschutzbericht von 2015 habe ich dazu 70% gefunden. Das hat natürlich auch zur Folge, wenn der Anteil so hoch ist, dass wir eine Zunahme des Antisemitismus in Deutschland feststellen mussten, weil aus dem arabischen Raum, wenn dort größere Bevölkerungsgruppen zu uns kommen, diese ganz einfach im wesentlich stärkeren Maße antisemitisch geprägt sind als der durchschnittliche Europäer, können Sie sich in den üblichen Statistiken anschauen. Das heißt, wir haben, das ist keine Polemik, wenn man das sagt, durchaus Formen von Antisemitismus durch die offene Grenze importiert. Ja, und das alles führt natürlich zu maximalen Integrationsproblemen. Integration ist ja jederzeit möglich, aber dann doch problematisch, wenn zu viele Fremde in zu kurzer Zeit kommen. Das ist das Thema. Das ist eine Frage der Summe oder eine Frage der Zeit.
Und wenn Sie mehrere hunderttausend pro Jahr nun aufnehmen wollen, die Bundesregierung plant ja einen Zuwanderungskorridor von 180.000 bis 220.000 pro Jahr und würde es als Erfolg betrachten, wenn das nicht mehr wird, dann hieße das, wenn der Seehofer-Plan umgesetzt wird, dass wir bei über einer Million liegen, möglicherweise alle fünf Jahre. Wie wollen Sie die integrieren? Ich sehe da keine Chance. Folge sind dann unter anderem Formen einer Parallelgesellschaft, die eigene Werte und Regeln ausbildet. Und wir haben natürlich mittlerweile auch neue Formen und Intensitätsgrade der Gewalt in Deutschland erlebt. Also ich verfolge die Nachrichten schon eine ganze Weile, seit sicherlich 30, 35 Jahren, wenn ich da in die Schulzeit zurückdenke. Diese Formen habe ich so, ehrlich gesagt, nicht wahrgenommen, obwohl ich früher auch regelmäßig Aktenzeichen XY geguckt habe. Aber ich erinnere mich einfach nicht daran, dass es so etwas wie in der Silvesternacht von Köln gab, das, was einige einen Zivilisationsbruch genannt haben, dass dort zu Hunderten Frauen sexuell belästigt werden, erringt werden und dort Eingriffe in den Intimbereich erleben müssen. Gruppenvergewaltigungen waren mir so vorher in Deutschland auch nicht bekannt. Sie stehen ja fast jede Woche mittlerweile in den Nachrichten. Und im Grunde genommen sind es fast immer Personen mit Migrationshintergrund, Ausländer, die dann geoutet werden. Und auch ganz neu bei uns im Angebot, Enthauptungen oder beinahe Enthauptungen. Dazu habe ich nochmal recherchiert, aber es gibt tatsächlich einige wenige Fälle, vor allem im Bereich der beinahe Enthauptungen, die dann durchgeführt worden sind. Zu den Kosten. Was kostet uns das alles? Diese Zahl werden Sie wahrscheinlich nicht kennen. Die kann man recherchieren, aber die wird natürlich nicht breit getreten, obwohl es ganz offizielle Angaben der Regierung sind. Die flüchtlingsbezogenen Belastungen des Bundeshaushalts ohne die Bekämpfung von Fluchtursachen, die habe ich mal rausgenommen, die wirken ja extern, die lagen sollen 2018 bis 2023 bei 71,5 Milliarden Euro liegen. Und das müssen wir aufwenden, um die Folgen der schnellen Zuwanderung Richtung Deutschland dann bewältigen zu können. Und da darf ich Ihnen eine ganz einfache Frage stellen und ich beantworte sie am besten auch gleich. Darf man über so etwas reden? Und ich sage ja, das ist kein Populismus. Wir sind Steuerzahler und wir müssen selbstverständlich über die Verwendung und den Abfluss von solchen Geldern reden können. Und wenn man dann die Frage stellt, ob man für bestimmte Ausgaben nicht auch Kitas ausbessern könnte, den Landwirten helfen könnte, dann hat das nichts mit Populismus zu tun, sondern das müssen ganz legitime Fragen des Wahlbürgers sein. Ja, 2018 waren es 15,1 Milliarden Euro und wenn Sie das hochrechnen auf 6 Jahre, werden Sie sehen, dass die 71,5 Milliarden bereits eine optimistische Schätzung sind. Vielleicht werden es noch viel mehr, Tendenz 80, 90 Milliarden. Wenn Sie den Bundeshaushalt sehen, dann können Sie da vollziehen, dass diese 15,1 Milliarden Euro für flüchtlingsbezogene Belastung des Bundeshaushalts über den Etats vom Auswärtigen Amt und des Bundeswirtschaftsministeriums liegen und zwar deutlich drüber. Nur als Hausnummer, wo stehen wir da, wenn wir uns diese Summen anschauen. Unbegleitete Jugendliche in Hessen 2018 kosteten 8.400 Euro pro Person und Monat und auch sowas muss man offen ansprechen können. Dazu die Frage, wie viele Kinder kennen Sie aus deutschen Familien, die in prekären Verhältnissen groß geworden sind, denen es in allem mangelt, an Gesundheit, an Bildung, an elterlicher Liebe, wo der Staat bereit ist, solche Summen zu investieren, um diesen Menschen zu helfen. Vielleicht gibt es die. Ich wäre für eine E-Mail dankbar. Ich habe sie in der Form nicht gefunden. Die Gesamtschutzquote bei allen, die zu uns kommen und Asyl beantragen, liegt dann doch bei 37,6%. Und alle anderen müssen als Wirtschaftsmigranten kategorisiert werden. In einigen Ländern, etwa bei Nigerianern, ist das sehr, sehr hoch. Bei Syrern ist natürlich Gesamtschutzquote wesentlich höher dann, da bedürfen mehr Personen des Schutzes. Bei Nigerianern ist das nicht so, da werden die meisten nicht als Asylanten anerkannt. Ausreisepflichtige Asylbewerber, 30. Juni 2019, fast eine Viertelmillion und 2018 war es nur etwas besser. Sie sehen aber, die Situation verschlechtert sich und der Staat ist nicht in der Lage, das, was er an Asylrecht etabliert hat, umfassend umzusetzen, nämlich zu prüfen und dann auch abzuschieben und nicht nur aufzunehmen und jetzt den neuesten Trend zu schaffen,
wenn Sie lange genug da sind, dann haben Sie möglicherweise auch einen Anspruch auf Arbeit, dann werden Sie geduldet und am Ende bekommen Sie den deutschen Pass und werden integriert. Also hier plädiere ich auch dafür, dass wir Asyl und die Einwanderungsgesetzgebung radikal voneinander trennen. Das müssen zwei verschiedene Themen sein. Man kann nicht als Asylant sozusagen die Integration und die Staatsbürgerschaft dann über die Hintertür erhalten. Die zweite Herausforderung, die grenzüberschreitend aktiven Kriminellen, und da gibt es ja eine ganze Reihe. Bandenkriminalität. Das Euro-Handelsinstitut hat eine Studie rausgegeben 2019 und sagt, 25% der Ladendiebstähle werden durch Banden oder OK-Gruppen, also OK-organisierte Kriminalität, abgewickelt. Sie hätten es wesentlich schwerer, wenn wir eine Grenzanlage hätten. Das Problem der Erweiterung der Europäischen Union spielt hier natürlich auch stark rein. Das Bundeskriminalamt hat 2017 wie folgt geurteilt: Die Top 20 Staaten der tatverdächtigen Zuwanderer, Platz 7 Albaner, Platz 19 Mazedonier. Ich fasse die mal zusammen. Zusammen liegen sie beide auf Platz 4. Was sagt nun die Bundesregierung? Sie sagt, mit diesen beiden Staaten müssen wir Beitrittsgespräche führen. Sie wissen, dass das jetzt aufgehalten worden ist, vor allem wegen des Vetos des französischen Präsidenten Macron. Aber dafür ist Deutschland, der Bundestag hat sich dafür eingesetzt. Das halte ich für hochgradig problematisch, was die Folgewirkung angeht. Vor allem deshalb. Das BIP pro Kopf in Deutschland ist sehr hoch. Und Sie sehen es in Albanien und Mazedonien, es ist nur ein Bruchteil davon. Und bevor wir in diesem Bereich nicht so etwas Ähnliches wie ökonomische Homogenität hinbekommen, dass sich die Niveaus einigermaßen angleichen, wird es problematisch, wenn wir Staaten, die weit, weit abgeschlagen sind, aufnehmen. Es weckt einfach Begehrlichkeiten bei vielen Menschen und das muss man ja nicht noch befördern. Reisende Täter. In Berlin hatten wir 2017 fast 60.000 nicht-deutsche Tatverdächtige, darunter 17,6% reisende Täter. Die müssen also nicht zwingend in Berlin leben, die kommen aus Polen, gehen dann mal illegal einkaufen und fahren wieder zurück. Und da wir keine Grenzanlage haben, ist das ohne Probleme jederzeit möglich. Im Mai 2017 haben die Bayern, man möchte fast sagen, wer sonst, eine europaweit agierende Einbrecherbande ausgehoben, die vermutlich und nur diese Einbrecherbande zeitweise für jeden fünften Einbruch in Deutschland verantwortlich war. Die Hintermänner waren in Kroatien, der Familienclan besteht angeblich aus um die 500 Mitgliedern. Und die können natürlich frei schalten und walten, weil sie in ihrer Bewegung nicht gehemmt werden und nicht hinreichend kontrolliert werden. Ja, und hier haben wir dann auch das Problem der Parallelgesellschaft. Es kommt einfach vieles zusammen. Diese reisenden Täter können dann natürlich, wie auch OK-Mitglieder, ethnische Brückenköpfe in Deutschland nutzen, um dort wie die Fische im Wasser unterzutauchen. Und dann wird es noch schwerer, ihrer habhaft zu werden. Die fünfte Gruppierung, die organisierte Kriminalität. Auffällig werden hier vor allem benannt in den BKA-Berichten Rockergruppierungen, die italienische Mafia, die russisch-eurasische organisierte Kriminalität. Tatverdächtige vermutlich 80% Ausländer und Migranten. Ich gehe von einem noch wesentlich höheren Anteil aus, wenn man das weiter umrechnet. Dominant sind hier immer wieder die Litauer genannt, aber auch Türken, Polen, Russen und Italiener. Der Schaden 2016 lag bei 1 Milliarde Euro. Ja, nun kommen wir wieder zur Transnationalität. Ich darf zitieren aus dem Bericht des Bundeskriminalamtes zum Thema OK 2017. Ein Kennzeichen der OK ist deren Transnationalität. Grenzen werden zwar als solche wahrgenommen, stellen aber keine Hindernisse mehr dar. In rund 80% der im Jahr 2017 in Deutschland geführten OK-Verfahren wurde eine internationale Tatbegehung sowie eine Kooperation mit OK-Gruppierungen aus dem Ausland festgestellt. Wenn wir an unseren Grenzen kontrollieren könnten, meine Damen und Herren, wäre das für diese Gruppierung eine Katastrophe, was ihre Tätigkeiten angeht. Nicht zu vergessen sind auch die Schmuggler und Schleuser. Da haben wir die Waffenschmuggler. Das BKA sagt, Bekämpfungsschwerpunkt ist unter anderem der Westbalkan, also Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Serbien. Und es heißt dann weiter im Bericht, die Zufuhr von Schusswaffen und Explosivstoffen erfolgt überwiegend auf dem Landweg im sogenannten Ameisenverkehr. Wir können ganz einfach den Import von Kalaschnikows und Sprengstoff nicht wirksam unterbinden. Und ich darf Sie mal fragen, was ist dann und wie werden wir das beurteilen, wenn irgendwann mal Terroristen auf die Idee kommen, mit zwei Kalaschnikows in einer deutschen Großstadt in eine Straße zu gehen. Der eine fängt oben an, der andere unten. Und dann feuern sie ihre Magazine leer und produzieren in kürzester Zeit Dutzende, Hunderte von Toten. Und dann wird man sich fragen, wo kommen diese Waffen her, warum sind die nicht auf
gebracht worden vorher und wir werden es nur mit einer Grenzanlage in den Griff bekommen, wenn überhaupt. Der Drogenschmuggel, so das BKA, das ist logisch, der Drogenhandel ist überwiegend international organisiert. Die Indoor-Profi-Plantagen, das sind die, die so viel Strom verbrauchen, da haben wir 50% ausländische Tatverdächtige, Schleusungskriminalität nimmt auch wieder zu. So viel zum Thema, wir haben das Problem im Griff. 2621 auf 3293 Straftaten, gemessen von 2017 auf 2018. Und auch bei den Tatverdächtigen haben wir keinen Rückgang, sondern eine Zunahme bei den Schleusern. Ja, diesen kleinen Exkurs, den erlauben Sie mir, die Araber-Clans, und die komme ich ja einfach nicht drum herum. Das ist ein Mischtypus, eine Mischung aus Bandenkriminalität, UK und Schleuseraktivitäten. Die Zahlen, die Sie lesen können, liegen bei 200.000 Mitgliedern für alle Familien. Das heißt aber natürlich nicht, dass alle 200.000 kriminell sind. Die Zahl der Kriminellen kann man schlichtweg nicht vernünftig schätzen. Deshalb lasse ich das hier auch. Die ist unbekannt. Man kann nur davon ausgehen, dass viele dort, überdurchschnittlich viele, kriminell ganz offensichtlich sind. Sie leben in Parallelgesellschaften. Und ich habe das Ganze zum Anlass genommen, eine Vision für die Zukunft zu formulieren und Ihnen die vorzustellen. Könnten wir da nicht ganz einfach kreativ mit umgehen? Clans garantieren ab demnächst Sicherheit, auch für uns, meine Damen und Herren. Wenn der Leviathan in bestimmten Gegenden versagt, bilden sich möglicherweise neue Loyalitätsmuster. Und die Clans haben Vorteile. Sie haben schnell mobilisierbare Personen mit Kampfkraft. Die Bewaffnung müssen wir nicht mehr bezahlen, die ist bereits vorhanden. Sie sind zur faktischen Beherrschung ganzer Gebiete, sogenannte No-Go-Areas, fähig. Wir könnten hier also einen Deal eingehen, Schutz gegen Duldung der Clan-Geschäfte. Die Deutschen in diesen Gebieten schauen einfach weg und dafür haben sie ihre Ruhe und es wird abends nicht eingebrochen und sie können ganz ruhig über die Straße gehen. Ich hoffe, es wird niemals dazu kommen, aber wer weiß, wie Deutschland in 2040, 2050 aussieht und der Mensch war immer schon geneigt, in Richtung Pragmatismus zu marschieren. Ja, der Staat hat nun den Araber-Clans natürlich den Kampf angesagt. Herr Miri ist ja zum zweiten Mal abgeschoben worden. Ich vermute, es war nicht das letzte Mal. Die erste Abschiebung hat 60.000 Euro gekostet und er kam dann ja wiederum zurück. Sie wissen, es ging, weil wir keine Grenzanlage haben. Das kann ich den ganzen Abend wiederholen. Und schauen wir mal, was aus ihm wird. Spannend finde ich diese Zahl und die habe ich hier mal eingeschoben. Wir haben viele Menschen abgeschoben von 2012 bis zum September 2019. Von denen, die wir in diesem Zeitraum abgeschoben haben, sind 28.224 wieder illegal eingereist. Das entspricht der kompletten Abschiebeleistung der Jahre 2012, 2013 und 2014. Ja, und wenn man da nicht einen radikalen weiteren Schritt geht, wie ich den vorschlage, dann wird es auch immer so weitergehen. Es reicht ja nicht, Sonntagsreden zu halten, sondern man muss dann auch mal zu Potte kommen und aus den Fehlern lernen. Wer sich da verweigert, der wird auch keine vernünftige Politik machen. Die gewaltbereiten Demonstranten seien nur am Rande erwähnt. Beim G20-Treffen in Hamburg im Juli 2017 haben wir auch internationale Phänomene feststellen können. Italiener, Schweizer, Spanier, Franzosen und Niederländer, da wurde Multikulti umfassend gelebt. Und Sie können sich daran erinnern, dass ganze Straßenzüge, zumindest was die dort parkenden Autos angeht, in Flammen gesetzt wurden. Es gibt schöne Bilder aus Hamburg, da sah es aus, als ob entweder ein großes Osterfest abgefackelt wird oder wir so eine Art Bürgerkriegssituation dort haben. Sehr viel Rauch am Himmel. Die Terroristen, erwähne ich auch noch kurz, den berühmten Amis Amri, kennen Sie alle. Der reiste trotz Warnungen munter durch den Schengen-Raum. Mit dem haben sich so viele Behörden und Beamte befasst, dass man sie kaum noch zählen kann. Aber er war eben nicht zu kriegen. Und ein Tarek Belgacem ist mit 20 verschiedenen Identitäten ganz in ganz Europa aktiv gewesen. Das zeigt ganz einfach, dass wir da Defizite haben. Und wir werden es nicht mit den üblichen europäischen Integrationsmaßnahmen hinbekommen. Bei den Foreign Fighters habe ich Zahlen von den amerikanischen Diensten, die im Netz stehen. Bis Februar 2016 sollen sich über 36.500 ausländische Kämpfer dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben. 6.600 aus dem Westen, die einfach reisen konnten, weil sie nicht aufgehalten worden sind. Bis Juli 2070 über 940 Islamisten aus Deutschland, die sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben. Von denen soll angeblich ein Drittel wieder zurück sein. Und ich vermute, dass nicht alle dem System abgeschworen haben. Und wenn Sie sich dieses Jahr anschauen, es sind ja ganz offensichtlich einige,
Anschläge schon im Vorhinein verhindert worden. Es sind einige Vorbereitungen aufgedeckt worden. Das ist, meine Damen und Herren, eine reine Frage der Zeit. Wenn es immer mehr probieren, wird es für die Behörden immer schwieriger werden, alles gleichzeitig im Blick zu behalten. Und dann wird eine Gruppe erfolgreich sein und wir werden die Ereignisse vom Breitscheidplatz, so schlimm sie waren, im Vergleich zu dem, was kommt, dann als Geplänkel wahrscheinlich einordnen müssen. Ja, die Probleme sind bekannt und größtenteils lösbar. Die Politik versagt, weil sie Probleme verschärft. Gemäß einer Allensbach-Umfrage von November 2019 haben viele Bürger das Vertrauen in die Politik verloren. Nicht nur deshalb, sondern wegen vieler anderer Punkte. Aber ich vermute, die Migrationsfrage und die Kriminalität spielen stark rein. Allensbach urteilt, und das war vernichtend, in der laufenden Legislaturperiode ist das Zutrauen in die Regierungsleistung und auch in die politische Stabilität geradezu erdrutschartig verfallen. Nur 26% der Befragten sind mit der Regierungsarbeit zufrieden. Gut, da können wir noch sagen, das können wir verschmerzen, nicht wahr? Das ist bei Regierungen ganz einfach so, die nicht mehr beliebt sind. Aber diese Zahl ist schlimm. Nur 51% sehen im politischen System eine Stärke Deutschlands. Und wenn wir immer mehr Demokratiezweifler bekommen, dann wird es wirklich sehr, sehr gefährlich. Und das kann dann auch eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung werden. Und da muss der Staat sich in die Pflicht nehmen lassen, dem vorzubeugen. Dann komme ich zu meiner postmodernen Grenzanlage für Deutschland. Ich habe versucht, auch mit einer Architektin das alles auszurechnen, soweit man das eben kann. Das sind grobe Schätzwerte. Und ich darf gleich vorweg sagen, diese Grenzanlage ist natürlich kein Allheilmittel. Die Grenzanlage wäre für mich ein wichtiger Baustein innerhalb einer innenpolitischen Sicherheitsarchitektur. Die kann Probleme eindämmen, in einigen Fällen sicherlich stark reduzieren. Sie werden zum Beispiel nicht mit 40 Menschen, die Sie am Viehwagen versuchen zu schmuggeln, über die Grenze kommen, weil der Wärmescanner das wahrscheinlich aufdecken wird. Solche Formen wird man wahrscheinlich auf Null runterfahren können. Aber ansonsten werden wir nicht alle Probleme in den Griff kriegen, aber sehr, sehr viele. Ja, was ist das nun, eine postmoderne Grenzanlage? Ist das wieder nur so ein Begriff, den ein Wissenschaftler sich ausdenkte, damit es etwas schicker klingt? Nein, ich glaube, wir haben hier dann wirklich etwas, was man von anderen Dingen unterscheiden könnte. Die klassische Grenzanlage kennen wir vor allem aus den Kriegen. Das sind massive Wehranlagen, die vor allem gegen staatliche Invasionen gewirkt haben. Der Westwall und Ähnliches. Die moderne Grenzanlage haben wir jetzt, also eine offene Grenze. Und Schleierfahndungen und andere Dinge sollen kompensieren, was durch den normalen Grenzschutz verloren gegangen ist. Die Bewegungsfreiheit steht im Mittelpunkt. Die postmoderne Grenzanlage würde ganz anders ansetzen. Das wäre die Kombination von Hard- und Smartfence. Das heißt, wir haben eine massive Wehranlage in der Tat, die gegen substaatliche Akteure wirken soll. Gegen Panzer wäre sie chancenlos. Und wir haben gleichzeitig einen Smartfence, der vor allem schnell detektiert, der dann auch die Voraussetzung dafür schafft, dass jederzeit genügend Grenztruppen an Durchbruchstellen kommen. Das Wichtigste aber ist dieser Punkt, es wirkt nicht nur gegen transnationale Akteure, sondern wir ermöglichen kontrollierte Bewegungsfreiheit. Das heißt, wir schaffen riesige Grenzübergangsstellen mit mehreren Schleusen, etwa für Grenzpendler, für Touristen, für Unternehmer, für Handelsreisen und ähnliche, die dann an diese Grenzübergangsstellen herangeführt werden und dann können sie einreisen und dann können sie wieder ausreisen. Das heißt, für Ihr persönliches Leben würde sich nichts ändern. Wenn Sie nach Polen fahren möchten, dann fahren Sie rüber. Wollen Sie in den Urlaub fahren, dann machen Sie das ganz einfach. Und wer bei uns Urlaub machen möchte und entsprechend ein Visum bekommen kann, herzlich willkommen. Sie werden aber alle einmal an der Grenze erfasst. Und es ist nicht mehr möglich, Waffen, Drogen und all diese Dinge einfach herüber zu schmuggeln. Und für Flüchtlinge wäre das Signal auch sehr klar. Sie würden keinen Fuß auf deutschem Boden bekommen, weil wir mit wenig Polizei oder Grenztruppen in diesem Fall an den Übergangsstellen die Grenzanlage dicht machen können. Sie würden auch gar nicht mehr kommen, weil diese Bilder ja um die Welt gingen und dann hätten wir einen Domino-Effekt und unsere Nachbarn müssten sich ebenfalls Mühe geben und die Nachbarn der Nachbarn ebenfalls und dann könnten wir relativ viele unserer Anstrengungen auf Entwicklungshilfe, auf das UNHCR und Ähnliches konzentrieren, um stärker vor Ort zu helfen. Das ist die Kernidee dieses Ansatzes. Ja, wie baut man das nun auf? Man hätte einen Sicherheitszaun, früher nannte man das Feindwärts, 4 Meter Höhe, blickdurchlässig für Patrouillen mit Stacheldraht ausgerüstet. Stacheldraht sieht nicht schön aus, ich darf Ihnen aber sagen, ohne NATO-Stacheldraht geht es ganz einfach nicht. Das haben Versuche in Ceuta und Melilla, in den spanischen Exklaven ja auch gezeigt. Sie kommen einfach zu einfach sonst rüber. Im Vorfeld haben wir einen Patrouillenstreifen, der befahren und begangen wird.
Im Mittelstreifen gibt es einen kleinen Zaun, erneut mit Stacheldraht versehen, eventuell ein Wassergraben, je nachdem, was man finanzieren kann. Wichtig sind hier Annäherungshindernisse aufzubauen, sodass sie auch in größeren Gruppen, vor allem mit einer Leiter, nicht so einfach durch den Mittelstreifen durchkommen. Warum? Damit die Grenzpolizisten, die Grenztruppen Zeit haben, zu diesem Punkt zu fahren. Ja, je schwieriger es ist, da durchzukommen, desto weniger Grenztruppen brauchen sie, desto kostensparender ist das. Deshalb funktioniert übrigens auch diese Grenze der USA zu Mexiko so schlecht, weil die einstufig ist und die Border Patrol dort unterfinanziert ist. Und dann können sie früher oder später rüber. Das macht dann auch keinen Sinn, wenn sie 15 Meter hohe Mauern dort bauen sollten, dann haben sie eben eine 16 Meter hohe Leiter und klettern rüber. Es muss zweistufig, dreistufig sein und mit Grenztruppen bewacht werden, sonst funktioniert sowas nicht. Ja, und die Mauer wäre dann frontwärts zu schaffen, 4 Meter Höhe, und man würde dann im Notfall von der Mauer in den Mittelstreifen wirken. Dabei werden natürlich keine Schusswaffen eingesetzt, das würde man anders regulieren, möglicherweise mit Wasserwerfern oder was auch immer. Schusswaffen würden sie natürlich nur zur Selbstverteidigung, wenn sie selbst beschossen werden, dann einsetzen. Die Logistik besteht aus dem, was Sie von solchen Grenzstreifen und Grenzanlagen kennen. Wachtürmen, Flutlicht, Patrouillen, große Grenzübergangsstellen, habe ich erwähnt, mehrere Schleusen, damit es zügig abgewickelt werden kann. Und man könnte hier dann viele Neuerungen, etwa der Firma Magal aus Israel, einsetzen. Bewegungssensoren, Bodenradar, den sieht der Eindringling gar nicht. Drohnen könnten an schwierigen Themen im Gebirge eingesetzt werden. Oder auch von Magal der RoboGuard, der an einer Stange an der Grenzanlage fährt und dann entsprechend aufnehmen kann, ob es dort einen Durchbruch gab oder ob sich Eindringlinge der Anlage nähern. Dadurch sparen sie wiederum Grenztruppen. Detektion reicht nicht, dadurch wird die Grenze nicht geschützt. Noch einmal zur Wiederholung, ohne Grenzanlage und Grenztruppen wird es alles nicht funktionieren. Die brauchen wir zwingend in der Kombination. Ja, die neuen Grenztruppen, wie kommt man jetzt da auf eine Zahl? Ich habe versucht, eine Überschlagrechnung vorzunehmen und gehe von der Annahme aus, eine Grenzanlage muss bewacht werden, wenn sie wirken soll. Je tiefer die Grenzanlage gestaffelt ist, desto weniger Grenztruppen sind notwendig. Da geht es ganz einfach um Kosten, ne? Um Kostenersparnis. Dann habe ich mir diese beiden Zahlen angeschaut, die Bundeswehr und die Bundespolizei, und mich tendenziell eher an den Kosten für die Bundespolizei orientiert, das noch wesentlich höher veranschlagt und bin dann so auf entsprechende Summen, die ich Ihnen gleich vorstelle, gekommen. Die Berechnung der Zahl läuft über Patrouillentürme, über Wachtürme, über Grenzübergangsstellen und über ein Drei-Schicht-System. Dann muss man die Urlaubstage in Deutschland berücksichtigen, Krankheit und so weiter. Weiter möchte ich gar nicht in die Tiefe gehen. Sie sehen nur, dass wir diese Zahl nicht aus dem Hut gezaubert haben, Pi mal Daumen, sondern wirklich versucht haben, das systematisch zu machen. Ja, und dann kommt man zu dem Schluss, das Projekt ist natürlich machbar. Wenn man Ihnen sagt, wir können eine Grenze nicht bauen, das schaffen wir nicht, ist das kompletter Unsinn. Was Indien und Ungarn können, kann Deutschland auch. Warum sollten wir es nicht können? Zumal wir die Expertise in Deutschland haben, Airbus Defence and Space. Und wenn Sie bei der Firma Magal anrufen, wird die sicherlich behilflich sein, die umfassende Erfahrung im Grenzzaunbau in Israel sammeln können. Das Projekt ist zudem finanzierbar. Ich gehe von etwa 90.000 Grenztruppen aus, die pro Jahr 9,3 Milliarden Euro kosten würden. Und die Grenzanlage kostet einmalig 19 Milliarden Euro, zuzüglich natürlich jährlicher Erhaltungskosten, die man über den Grenztruppenetat dann abrechnen müsste. Viel Geld, kann man sagen, aber ich habe Ihnen ja schon einige Zahlen genannt. Ich rufe nochmal diese in Erinnerung. Wenn wir uns an dieser Zahl orientieren, dann kann man sagen, das wäre sogar kostengünstig, sowas durchzuführen. Und wenn wir bestimmte Gegenstände dann gegenrechnen, etwa das, was wir bei der Entlastung der Gerichte, der Polizei dann feststellen werden, Steuereinnahmen, die jetzt ausfallen, können wir eintragen, brennende Straßenzüge müssen nicht wiederhergestellt werden wie in Hamburg, dann würden bestimmte Kosten für den Steuerzahler natürlich auch nicht anfallen. Also von daher, diese Zahlen haben mich nicht geschockt und ich habe sie schon bewusst hoch angesetzt, nicht niedrig, wie man das bei öffentlichen Ausschreibungen macht und am Ende kostet alles das Doppelte. Dafür ist es aber einfacher durch die Gremien gegangen. Ich habe es andersrum angesetzt. Ja, es ist also, meine Damen und Herren, alles eine Frage des politischen Willens. Darum geht es. Und der ist natürlich nicht da. Damit komme ich zu meinem letzten Kapitel, den politischen Implikationen. Eine Frage müssen wir uns in der Tat stellen. Soll Deutschland überhaupt geschützt werden? Gibt es nicht einen Umfang akzeptabler Kriminalität, mit dem wir einverstanden sind? Terroranschläge, Bandenkriminalität. Solange das nur 3-4 Terroranschläge pro Jahr sind, könnten wir nicht sagen, das ist der Preis der Freiheit. Wollen wir uns daran nicht gewöhnen?
Oder gibt es Freiheit auch mit weniger Verbrechen? Das wäre meine These. Der Umfang akzeptabler Multikulturalität muss in meinen Augen diskutiert werden. In der Amtszeit von Frau Merkel hat der Anteil der Migranten in Deutschland zugenommen auf 25,5%. Wenn Sie das weiter nach hinten rechnen, dann können Sie davon ausgehen, dass diese Zahl auch weiter steigen wird. Ich habe Ihnen mal ein paar Zahlen aus deutschen Städten mitgebracht. In Berlin hatten wir 2018 64,7% Deutsche ohne Migrationshintergrund. In München 55,8%. In Frankfurt ist es vor einigen Jahren schon gekippt, 46,9%. Und in Offenbach sind es noch 36,8% Deutsche ohne Migrationshintergrund. Also von daher sollten wir über diese Dinge ruhig sprechen. Und das ist natürlich, weil es um Identitätsfragen geht, eines der großen Tabuthemen unserer Zeit. Und muss man aber in einer Demokratie offen diskutieren können, solange wir Menschen nicht dehumanisieren, solange wir Personen nicht abwerten, das ist ja völlig klar, sondern hier geht es ganz einfach um persönliche und kulturelle Präferenzen, um kulturelle Identität natürlich. Ja, ein Lösungsansatz hat uns Horst Seehofer vorgestellt. Ich hätte fast schon Horst Mahler gesagt, aber das ist ein anderer. Der Masterplan Migration von 2018. Ja, und da entdecke ich doch einige Inkonsequenzen. Erste Inkonsequenz, Wissen ohne Kontrolle. In diesem Plan steht drin, wir wollen zurück zu einem Schengen-Raum ohne Binnengrenzkontrollen. Wir müssen wissen, wer sich in unserem Land aufhält. Gegenfrage an den Innenminister würde lauten, wie machen Sie das denn ohne Grenzanlage? Wird dann geschätzt, wird gehofft, was ist die Basis der Aussage? Inkonsequenz 2, die Vermischung von Asylrecht und Integration. Wir wollen, dass sich Menschen, die mit einem Schutzstatus länger in Deutschland bleiben, in unsere Gesellschaft und Werteordnung integrieren. Dann haben wir einen wahnsinnigen Pull-Faktor durch das Asylrecht, wie es im Moment gelebt wird. Und wenn man sich dann klar macht, dass viele, viele Afrikaner auswandern wollen, dann wäre das vielleicht aus dieser Perspektive auch das falsche Zeichen. Den Zuwanderungskorridor habe ich vorhin benannt. Das finde ich viel zu hoch. Das sind wahnsinnige Zahlen. Und damit werden wir den innenpolitischen Frieden langfristig gefährden. Und hier haben Sie die Zahl, 37% aller erwachsenen Afrikaner wollen auswandern. Und das sind schon ein paar hundert Millionen, auf die wir da in der Summe dann kommen. In Konsequenz 3 dieses Masterplanes, Integration mit der Brechstange. Integration erfordert, so der Plan, Mitwirkung, die wir künftig noch entschlossener einfordern wollen. Was heißt das denn? Wenn Personen also nicht mitmachen wollen, Teil der deutschen Gesellschaft zu werden, werden sie dann zwangsgermanisiert. Wie darf ich mir das vorstellen? Du wirst ein Deutscher, ob du willst oder nicht. Die Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen die Verpflichtung, die Pflicht zur Teilnahme am Integrationskurs. Das drückt natürlich auch so ein bisschen Verzweiflung aus, dass es irgendwie nicht gelingen möchte. Und erneut meine Frage, sind das Formen von Zwangsgermanisierung, die hier angewendet werden? Warum lassen wir die Leute nicht bei der Identität, die sie haben? Und wenn dazugehört, ich möchte diese Sprache nicht lernen, dann lernen sie die nicht. Das hat dann allerdings auch Konsequenzen für die Integration ins Land. Und dann wäre es vielleicht doch besser, wenn sie wieder gehen. Die Integrationserfahrungen sollten wir auch zur Kenntnis nehmen. Und da nehme ich das Beispiel der Türken, die in Deutschland leben. Da gab es eine Umfrage von 2017 zur Identität der Türken. Und da sagten 61,1%, sie haben ein starkes Zugehörigkeitsgefühl gegenüber der Türkei und 37,5% gegenüber Deutschland. Also auch bei denen, die hier sehr, sehr lange, zum Teil Jahrzehnte leben, haben sie mehrheitlich selbstverständlich dann eine Loyalität, eine Zugehörigkeit zur alten Heimat und nicht zu dem, was wir hier haben. Und da müsste man vielleicht dann daraus lernen bei allen Integrationsprojekten, die wir im Moment haben. Ja, und diese Zahl hat ja vor allem das linksliberale Milieu entsetzt. Im Juni 2018 gab es Wahlen und in Deutschland waren ja auch viele Türken wahlberechtigt. 65% von ihnen haben Erdogan gewählt. Ja, da gab es einen kurzen Aufreger und dann hat man das auch schnell wieder vergessen, weil das natürlich komplett im Widerspruch zu all den Hoffnungen steht, die man dort hat mit Blick auf die Integration. Ich gehe nicht weiter auf den Fall Özil und die Personen, die jetzt Militärgrüße durchgeführt haben, ein, aber das spricht schon Bände in meinen Augen. Ja, wenn wir nun weitergehen, ich komme weg vom Masterplan, dann müssen wir uns natürlich auch mit diesem Thema befassen, die EU und die rechtlichen Folgen, was heißt das denn, wenn wir das so umsetzen? Man müsste das Schengen-Abkommen dann in der Tat aufhören. Es fällt weg. Und de facto machen wir das ja schon in der Praxis. Seehofer hat mehrfach eingestanden, dass es nicht funktioniert. Vor kurzem hat der Expressis Verbis gesagt,
Dublin ist gescheitert. Es muss etwas Neues her. Ja, und wir nehmen ja Grenzkontrollen an den Binnengrenzen regelmäßig wieder auf. Sie sind jetzt vor kurzem wieder für 6 Monate verlängert worden. Und das zeigt ganz einfach, dass das System, vor allem der EU-Außengrenzschutz, überhaupt nicht funktioniert und nicht tragfähig ist. Ich möchte mich auch gegen Ideologien aussprechen, die ich meine, manchmal im Auswärtigen Amt entdecken zu können. Da finden wir diesen Kessensatz. Der Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen wird durch effizientere und bessere Kontrollen an den Schengen-Außengrenzen sowie durch andere Maßnahmen an den Binnengrenzen, zum Beispiel mobile Grenzraumüberwachung und stärkere Vernetzung der Polizeiarbeit, ausgeglichen. Der Satz steht dort immer noch. Ich habe es gestern kontrolliert. Das ist eine glatte Lüge, so muss man das sehen. Dahinter scheint so eine Art politischer Autismus zu stecken. Ich verstehe nicht, wie man sowas noch anhängen kann, wenn man sich die Realitäten anschaut. Ist die postmoderne Grenzanlage unmoralisch? Das höre ich immer wieder. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Nur der Starke, meine Damen und Herren, kann auch helfen. Ist Deutschland nämlich zu sehr mit seiner Innenpolitik beschäftigt, wird es weniger Entwicklungshilfe leisten können. Zweites Nein. Wir müssen das UNHCR zur Problembewältigung stärken. Das hat gerade mal 2018 ein Budget von etwas über 8 Milliarden Euro, um sich um die Flüchtlinge dieser Welt zu kümmern. Wir geben dahingegen asylbedingte Leistungen im Umfang von 15,1 Milliarden Euro aus. An diesen Zahlen, meine Damen und Herren, stimmt irgendetwas nicht. Der Beitrag Deutschlands zum UNHCR lag bei 391 Millionen US-Dollar. Das ist viel zu wenig. Da müsste viel mehr investiert werden in diesem Bereich. Ich habe immer eine Verzehnfachung unseres Beitrages vorgeschlagen, um Flüchtlingslager besser auszustatten. Gucken Sie sich auf dem Balkan die Situation in Bihać an. Das ist ja eine einzige Katastrophe, wie die Leute dort vegetieren müssen. Und da müsste man doch in solchen Fällen im Idealfall in der Nähe der Konfliktgebiete Aufenthaltszonen schaffen, wo sie es dann unter erträglichen Bedingungen und humaneren Bedingungen dann noch aushalten, bis diese Konflikte dann im Idealfall abgeflacht sind. Zum Vergleich, es kostet angeblich 15 Cent pro Tag, einen Jemeniten im Jemen zu ernähren. 50 bis 100 Euro am Tag kostet die Versorgung eines Flüchtlings in Deutschland. Und das muss man auch aus humanitärer Perspektive aus sich wirken lassen. Wenn wir Geld einsetzen, warum verwenden wir es nicht so, dass wir viel mehr Menschen helfen können und nicht den paar, die wir hier in Deutschland haben. Wie realistisch ist die Umsetzung meines Projektes? Sie ahnen es schon. Da bin ich aus politischer Sicht etwas skeptisch. Aus praktischer ist es natürlich jederzeit machbar. Ich erinnere an 244 Millionen Fluggäste, die jedes Jahr in Deutschland abgefertigt werden. Das sind Unsummen. Ja? Wenn wir solche Zahlen beherrschen, dann werden wir auch große Grenzübergangsstellen jederzeit beherrschen können. Zwischen China und Macau gibt es ebenfalls solche riesigen Grenzübergangsstellen. Das funktioniert. Das ist alles eine Frage der Ausstattung und der Größe der Grenzübergangsstelle. Politisch ist es natürlich völlig unmöglich, im Moment das umzusetzen. Mein Vorschlag liegt komplett quer zum dominierenden Narrativ. Und insofern wissen Sie und ahnen Sie, wie ich die anhaltenden Forderungen nach Grenzkontrollen bewerte. Horst Seehofer hat sich vor kurzem für intelligente Lösungen ausgesprochen. Frau Kramp-Karrenbauer hat gesagt, bei Bedarf können wir das machen als Ultima Ratio. Innenminister Herrmann aus Bayern möchte ein europäisches Einreiseregister, Zentralregister haben, um die Personen, die sich im EU-Raum aufhalten, zu erfassen. Und all das wird natürlich ohne eine Grenzanlage nicht möglich sein. Wer da der Bevölkerung etwas anderes erzählt, dass es ohne geht, der hat sich entweder mit der Materie nicht befasst oder er sagt schlicht nicht die Wahrheit. Das, was wir dort hören, sind Ankündigungen, die die Wirkung eines Placebos haben sollen für konservative Wählerschichten. Deshalb wird das regelmäßig lanciert, aber es wird natürlich in der Wirkung weitgehend verpuffen. So viel von meiner Seite. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.